Richard Pitterle hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in den vergangenen 10 Jahren gab es 340.000 Unternehmensinsolvenzen. 5 Millionen Männer und Frauen haben dabei ihre Arbeit verloren. Dieser Gesetzentwurf will, dass Unternehmen, die in eine Schieflage geraten sind, saniert werden können und somit die Abwicklung verhindert wird. Das finden wir gut, weil so die Möglichkeiten eröffnet werden, Arbeitsplätze zu erhalten, statt sie den Bach heruntergehen zu lassen. Allein das kann die Grundlage sein, dass die Unternehmen wieder auf die Füße kommen und später neue Arbeitskräfte einstellen. Auch der vorgesehenen Stärkung der Gläubigerrechte stimmen wir zu. Das heißt, dass für größere Insolvenzverfahren mit diesem Gesetz ein vorläufiger Gläubigerausschuss schon vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingesetzt werden muss. Neu ist, dass ihm ein Vertreter oder eine Vertreterin der Arbeitnehmer angehören muss, und zwar unabhängig von der Höhe ihrer Forderung im Insolvenzverfahren. Zudem hat der vorläufige Gläubigerausschuss das Recht, den Insolvenzverwalter mitzubestimmen. Aber die Stellung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Insolvenzverfahren ist trotzdem unbefriedigend und wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht wesentlich verbessert. Gerade im Vorfeld von Insolvenzen ärgern sich Arbeitnehmer ab, machen Überstunden, tolerieren ausbleibende Gehälter, verzichten sogar auf Urlaubsgeld. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist vielfach die Chance vorbei, diese Vorleistung jemals vergütet zu bekommen. Daran ändert der Gesetzentwurf nichts. Außerdem ist durch das Insolvenzgeld die Lohnzahlung nur für die letzten 3 Monate vor der Insolvenz gesichert. Nach wie vor muss die Arbeitnehmerin der Arbeitnehmer befürchten, dass vor der Insolvenz bezahlte Gehälter vom Insolvenzverwalter zurückverlangt werden. Wie oft habe ich als Fachanwalt für Arbeitsrecht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern diese Regelung des Gesetzes erklären müssen? Diese Menschen haben durch die Insolvenz ihren Arbeitsplatz verloren und wurden plötzlich mit Rückzahlungsforderungen konfrontiert, obwohl sie das Geld längst für Miete und sonstigen Lebensaufwand ausgegeben hatten. Von den Betroffenen versteht das keiner. Dass die Bundesregierung dieses Unrecht duldet und die Insolvenzanfechtung gegenüber der vor der Insolvenz erfolgten Lohnzahlung nicht beseitigt hat, ist ein Schwachpunkt dieses Gesetzes. In der gestrigen Anhörung gab es Einigkeit darüber, dass man diese Ungerechtigkeit durch Nachbesserung im Gesetz abstellen kann. Tun Sie es also, Frau Justizministerin. Wir finden es auch völlig ungenügend, dass Ihre Vorschläge nicht vorsehen, die Ansprüche aus Sozialplänen und Aufhebungsverträgen gegen Auswahl zu schützen. Für einen Arbeitnehmer, der sich nach 30 Jahren Schufterei bereit erklärt hat, sich den Arbeitsplatz durch eine Abfindung abkaufen zu lassen, um eine Kündigung zu vermeiden, ist es eine Ungerechtigkeit, wenn er mit leeren Händen dasteht. Das sollte geändert werden. Wenn es die Intention des Gesetzes ist, die Abwicklung von Unternehmen zu vermeiden, so sind die Änderungen, die dieses Gesetz mit sich bringt, bisher unzureichend. Es wäre unberechtigt, alle Insolvenzverwalter unter Generalverdacht zu stellen. Aber jeder, der mit Insolvenzen zu tun hat, weiß, dass es für unseriöse Insolvenzverwalter zahlreiche Möglichkeiten der Bereicherung, Vorteilsnahme und Korruption gibt. Die Erfahrung sagt, dass manche Insolvenzverwalter nicht zuallererst das Allgemeinwohl, das Unternehmen, die Gläubiger und die Arbeitsplätze im Blick hat, sondern vor allem die eigenen Interessen. Ich frage mich auch, warum gibt es keine formalen Anforderungen an die Qualifikation der Insolvenzverwalter? Allein der gesunde Menschenverstand sagt, dass die Kenntnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen Voraussetzung sein muss, um eine Sanierungschance eines Unternehmens zu erkennen und die Sanierung erfolgreich zu betreiben. In Ihrem Gesetz gibt es jedenfalls keine einzige Stelle, die verlangt, dass Insolvenzverwalter über diese konkreten Erfahrungen und Qualifikationen verfügen müssen. Nicht nur bei den Gerichten, die die Tätigkeit der Verwalter kontrollieren sollen, sondern auch bei den Verwaltern selbst muss mehr Qualifikation verlangt und nachgewiesen werden. Die Fälle, bei denen die Gläubiger ganz leer ausgehen, während die Insolvenzverwalter von der Insolvenz passabel leben können, sind leider nicht so selten. Professor Hameyer von der Gläubigerschutzvereinigung bestätigte, dass 70% der Verfahren ohne Quote enden, das heißt ohne Geld für die Gläubiger.
Bei einem solchen Sachverhalt sagt der Volksmund außer Spesen nichts gewesen. Auch hier ist eine Steuerung über die Vergütungsstruktur der Insolvenzverwalter möglich. Vorschläge dazu gibt es von Fachleuten genügend. Zum Beispiel wäre über eine Deckelung der Vergütung einerseits und eine Erfolgsprämie, wenn eine Quote von 30% herauskommt, andererseits nachzudenken. Damit eine größere Masse und somit die Chance für eine Sanierung erhalten bleibt, muss gesetzlich klargestellt werden, dass die Umsatzsteueransprüche, die vor dem Eintritt des Insolvenzfalls entstanden sind, nicht als Masseverbindlichkeit anzusehen sind. Schließlich, Insolvenzgerichte sollten das letzte Wort über die Bestellung von Insolvenzverwaltern behalten. Nur durch ein unabhängiges Gericht ist gewährleistet, dass ein unabhängiger Insolvenzverwalter bestellt wird. Nur so ist gewährleistet, dass die Verfahren nicht nur von Interessen der Großgläubiger geleitet werden. Ob die Konzentration der Gerichte sinnvoll ist, dann habe ich meine Zweifel. Es wäre aus meiner Sicht sinnvoll, weiterhin den Ländern freizustellen, ob sie von der Konzentrationsklausel Gebrauch machen wollen oder nicht. Ich bin auf alle Fälle gespannt, welche Schlussfolgerung die Koalition aus der gestrigen Anhörung zu ziehen gedenkt und ob der Schlussentwurf in dem von mir vorgeschlagenen Sinne noch verbessert wird. Vielen Dank.